Für unser Experiment heute sind wir in einem Schlaflabor. Manchmal haben Menschen Probleme beim Schlafen. Dann kommen sie her, damit ein Arzt herausfindet, was ihnen fehlt. Da sind sie, unsere ahnungslosen Teilnehmer. Ihre Aufgabe ist es heute, alles wortwörtlich mitzuschreiben, was unser Lockvogel Stefan so von sich gibt. Klingt doch ganz einfach, oder? Das ist derjenige, den du über protokollieren sollst. Ne? Wir brauchen immer so ein bisschen, bis der einschläft. Deshalb, der hat extreme Schlafprobleme. Die lustige Haube da auf Stefans Kopf ist übrigens kein Verband. Sowas hat man auf dem Kopf, damit ein Arzt auf einem Bildschirm sehen kann, was während dem Schlaf so alles im Kopf passiert. Wirklich genau mitschreiben. Und er darf auf keinen Fall wach werden. Darauf müssen wir achten. Okay. Weil sonst ist dieser Tag für uns gelaufen. Das ist das Wichtigste. Guck mal, mein Polizeiauto. Ganz frei mitschreiben. Und er sollte im Bett bleiben. Ne? Weil das ist immer... Ich bin in den anderen Labors noch unterwegs. Ich komme aber gleich wieder. Ja? Bis später. Bis später. Na, das klingt ja erstmal nach einem gemütlichen Laborjob. Aber wir glauben, das wird noch richtig spannend für unser Versuchskaninchen. Und mit Versuchskaninchen meinen wir nicht Stefan. Ich kann schon bis 50. 1, 2, 3, 3. Das Känguru macht Trö. Und der Hund. Quack. Du Stinkmäuschen. Du Pupspflaume. Apropos Pupspflaume. Wir haben uns überlegt, den Stefan nicht nur wirres Zeug reden zu lassen, sondern haben auch noch einen kleinen Lautsprecher unter seinem Kopfkissen versteckt. Ich Okay, so weit, so gut. Jetzt wollen wir aber auch mal hören, was bisher so aufgeschrieben wurde. Was ist das da oben? Was hat er da gesagt? Da hat er zweimal gepupst. Hat er gehört. Nee. Echt? Ja. Das ist richtig ordentlich. Okay. Wie hat er denn gepupst? Ich weiß gar nicht, wie ich beschreibe. Ich kann es auch aufnehmen, mein Handy. Achso, okay. Ja. Nein, nee. Nicht vergessen, es ist ganz wichtig, dass unser Patient nicht aufwacht. Also bringen wir doch mal ein bisschen Leben in die Bude. Ich bin der Handwerker von Rüb und Söhne. Ich soll hier einen Querbalken unter eine Waschmaschine installieren. Ja. Einfach hier lang. Ja, perfekt, danke schön. Während ich als Handwerker meinen Arbeitsbereich vorbereite, wird im Zimmer nebenan natürlich fleißig mitgeschrieben. Und wir bereiten uns derweil auf den nächsten Streich vor. Keiner dran, lass dich nicht von deiner Arbeit ablenken. Ich bin der Telefonmann. Und jetzt, psst, leiser. Ich muss ja arbeiten, was meinen Sie? Jetzt gerade geht das nicht. Na, mein Chef hat mir gesagt, ich soll um die Uhrzeit hier anfangen zu arbeiten. Bitte? Welche Firma? Sinando. Sinando. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, was passiert denn da? Der darf das Bett doch eigentlich gar nicht verlassen. Oh, jetzt darf er nur nicht wach werden. Soll der Typ unterm Bett oder im Bett liegen? So kalt. Ist das denn passiert? Ja, das war ganz schwer. Weil der sollte doch im Bett bleiben. Ja. Ja gut, aber es war jetzt die einzige Aufgabe, die sie hatten, ne? Dass der im Bett bleibt. Also unser Schlafwandler muss jetzt irgendwie zurück ins Bett.
Diese Aufgabe überlassen wir natürlich unseren Teilnehmern. Unter den aktuellen Umständen sollten natürlich alle 1,5 Meter Abstand halten, also genau eine Wischmopp-Länge. Ich kann fliegen. Oh Gott. Oh, er wacht auf. Wer sind Sie denn? Ich bin die Putzfrau. Und Sie haben eben gerade mich geputzt? Ja, weil Sie ein bisschen Dreck auf der Hose hatten. Ah, und das macht man bei Ihnen zu Hause mit einem Mop? Du musst ja auch sauber gemacht werden. Ich hab sie jetzt geweckt, ne? Ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt ein bisschen unwohl und aufgrund dessen, Frau Doktor und wer auch immer Sie sind, werde ich jetzt auch gehen. Einen schönen Tag noch, nee, die Damen. Bleiben Sie hier? Nein. Nee, wo möchten Sie denn hin? Sie haben doch keine Schuhe. Dankeschön. Danke. Hallo. Kleinen Moment noch, darf ich Sie schon mal zum Tisch bitten? Es geht sofort weiter, die Gradschulschaft hier. Okay. Kannst du mir die schon mal einpacken? Nee, auch wieder Systemfehler. Also, pass auf, wir können die nicht einfach rausgeben. Hör mal zu, ich habe damit heute noch bezahlt, okay? Ja, du, das will ich dir auch gar nicht in Abrede stellen, aber hier funktioniert es gerade nicht. Vielleicht ist auch ein Ding kaputt, hast du mal darüber nachgedacht? Ja, beim letzten Kunden, so wie bei dir beim Einkaufen, funktioniert es. Das kann doch nicht sein, ihr habt hier solche Sneaker stehen und dann geht der Kartenleser nicht. Ich hab hier so teure Sneaker stehen, ja? Und dann geht auf einmal der Kartenleser nicht. Ich brauche diese Schuhe, ja? Ich habe darüber im Internet gelesen. Die will ich haben. Ich kann die jetzt nicht hier stehen lassen. Ja, aber ich kann dir nicht einfach so ohne irgendetwas die Schuhe überlassen. Ich meine, Ware gegen Geld. Ich habe gar kein Bargeld dabei. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein. Nein? Ich weiß nicht, wer du bist. Hast du keinen Fernseher oder sowas? Ich weiß nicht, ich erinnere mich schon, kennst du den Herrn? Ich weiß nicht, wer du bist. Eco Fresh. Ja, genau, das ist mein Mann. Ach du Scheiße. Na, servus. Servus, was heißt man? Alles klar? Kannst du nochmal sagen? Eco Fresh. Da siehst du. Eco Fresh? Ja. Du willst jetzt sagen, du willst Eco keine Schuhe geben, oder was? Du willst jetzt sagen, du willst Eco Fresh keine Schuhe geben, oder was? Ich möchte Eco Fresh keine Schuhe ohne Geld geben. Ey, bitte. Wie heißt du, Bruder? Hans. Wie heißt du? Kadir. Pass auf, Junge, wir können uns darauf einigen, wenn du mir eine Anzahlung gibst. Dann ist das okay. Gib mir eine Anzahlung, was sag ich, Fuffi. Gib mir einen Fuffi. Pass auf, lass mich einen Fuffi anzahlen. Habt ihr vielleicht einen Fuffi? Hast du einen Fuffi? Alter, meine Rettung. Siehst du, das ist ein Mensch hier, der bringt sich ein. Hey, Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Gerne. Mega, so. Ich bin gleich wieder da. Mega, ich bin gleich wieder da. Bitte schön. Ich bin gleich wieder zurück, okay? Ja, also ich hoffe mal, die Dinger kosten 300 Euro. Digga, ich bin gleich wieder da. Dankeschön. Okay. Bis gleich. So, jetzt gehst du zu den beiden. Tut mir leid. Ja, genau. Sorry, wer war das jetzt? Der Mikrofon, muss man den jetzt kennen? Ja, der ist deutschlandweit bekannt. Irgendwie irre, dass der euch angepumpt hat. Wer seid ihr? Darf ich fragen? Ja, ich hole Schuhe ab. Super. Das war das Gewinnspiel. Ja. Die stehen im Lager, die sind so unfassbar wertvoll. Sie wissen auch, was für Schuhe das sind? Ja. Welche sind das? Nike, Dior. John Air X Dior, ne? Ja, ja, die stehen im Lager, weil hier werden die uns geklaut. Ja. Die sind nämlich richtig teuer. Wissen Sie eigentlich, dass die Dinger 10.000 Euro kosten? Ja, ich weiß. Wie wär's, wenn ich sie jetzt mal gerade mit nach hinten nehme? Wir können ja nicht 10.000 Euro Schuhe hier. Okay. Ja, ich kenn den gar nicht. Ich kenn den gar nicht. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Dann kommen Sie mal rein. Bitteschön. Wir haben es extra ein bisschen vorbereitet, weil das ja auch eine feierliche Übergabe ist. Genau. So, wollen wir mal gucken. Juicer, ja, das sind diese armen Schweine, die nachts Roller wieder einsammeln und bei sich zu Hause mit ihrem Strom wieder aufladen. Die landen manchmal bei einem Stundenlohn unter 3 Euro. Dieser Mann hier meint trotzdem, das wäre ja auch eine Chance, zum Beispiel für Amazon-Fahrer. Also das ist auch ein riesen,
Vorteil, dass sie nicht nur tagsüber Pakete ausfahren können, sondern gegebenenfalls auch nachts dann zusätzlich ihren Van dazu nutzen können, Scooter einzusammeln. Eben. Ja, was, ist doch super. Warum soll man denn nur tagsüber arbeiten? Schlafen kann man doch, wenn man tot ist. Ja, hier, bewirb dich jetzt. Als Amazon-Bote trägst du den ganzen Tag 20 Kilo Säcke Katzenstreu in den 5. Stock. Aber du fühlst dich trotzdem nicht ausgelastet. Dann werd doch Juicer und schlepp die ganze Nacht vollgekotzte E-Scooter durch die Gegend, um sie in deiner deprimierenden Einzimmerwohnung aufzuladen. Na, immer noch nicht ausgelastet? Dann werd doch zusätzlich Bonefixer. Sammel die ganzen verletzten Scooterfahrer von der Straße. Trag sie zu dir nach Hause. Und drück die gebrochenen Knochen wieder in den Oberschenkel. Pro Patient gibt's 5 Euro. Juicer. Tiefer kann man echt nicht sinken.